Hey Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt. Wie an dem Intro von vorhin unschwerbar zu erkennen, handelt es sich dabei um Mega Man. Na gut, es steht auch schon hier, aber egal. Nicht irgendein Teil, sondern Teil 5. Warum? Weil das der erste Teil war, den ich damals als Kind je gespielt habe. Wir haben hier Standard 8 Gegner: Stone Man, Gravity Man, Crystal Man, Napalm Man, Gyro Man, Starman, Waveman und Charge Man. Und ich erinnere mich, Crystal Man war verdammt schwer, habe ich so in Erinnerung. Aber der erste, der fallen wird, ist Gravity Man. Hallo, du pinkes Etwas, du Hello Kitty Roboter, du. So, auf geht's. Oje, ich weiß nicht, ob ich mich gut anstellen werde. Bam. Ja, ich glaube an die wichtigen Scheiße, das war ein Leben. Ich glaube an die wichtigen Dinge im Spiel kann ich mich wohl noch erinnern. Und irgendwie merke ich gerade, hallo, ist mein Controller nicht wirklich geeignet für Mega Man. Verdammt, fängt ja gut an. Ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich total komisch an, das Spiel auch nicht auf der Originalkonsole zu spielen, beziehungsweise mit dem Originalcontroller. Verdammt. Bam, 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 bam. So, wir versuchen es gleich nochmal. Okay, es geht ja. Bisschen Eingewöhnungszeit vielleicht, wie gesagt, wegen meinem Gamepad. Aber der Tod von vorhin hat jetzt niemand gesehen, hoffe ich. Das war ich gar nicht, das war das Spiel selbst, das sich vorgestellt hat. Und uns zeigen wollte, hey, so sieht's aus, wenn man stirbt. Ja, ja. Ach, das passiert doch jedem Mal. Hallo, na? Und weg da. Ah ja. Ja, solche Fallpassagen mag ich überhaupt nicht, wenn man nicht weiß, wo Spikes auftauchen und wo nicht. Oh, und ich weiß, was da hinten jetzt kommt. Passt auf. Nee, noch nicht. Etwas Großes. Etwas Violettes, glaube ich. Immer noch nicht. Hä? Hä? Aber hier. Ja, da. Oh, den schnell töten. Wenn ihr den nicht schnell tötet, dann kann es sein, dass ihr den Typen nie wieder loswerdet, bis ihr sterbt. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Ja, diese Gravitationsdinge hier, die sind eben noch ziemlich tricky. Buchstabe. Ja, Buchstabe. Hier seht ihr, ein M ist jetzt gelb, gold, was weiß ich. In jedem der 8 Stages gibt es einen Buchstaben zu holen. Ach ja, doch, stimmt. Und wenn wir alle finden, kriegen wir etwas geschenkt, ja. Wie ich finde, etwas verdammt Cooles. Aber da komme ich später drauf zurück. Bams. Jetzt muss ich nach rechts. Gleich. Bams. Gut. Das kriege ich jetzt natürlich nicht mehr. Egal. Der Boss hier ist nicht schwer, glaube ich. Ups. Ja. Ich merke, wie ich seinen Rhythmus nicht mehr im Kopf habe wie früher. Aber wen wundert's, dass es. Ups. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Aber es geht ja. Müssen wir uns keine Sorgen machen, dass Schlussendlich tötet er uns doch noch. Nein, tut er nicht. Und stirb. Verdammt. Jetzt stirb. Perfekt. Ja, so funktioniert das Spiel. Ja, ansonsten, ich finde, Mega Man muss man kennen, also. So, und wir bekommen eine Waffe geschenkt. Wir werden zu Hello Kitty Mega Man. Gravity Shield. Danke, bitte. Stage Select. Dann nehmen wir doch Napalm Man. Klingt brutal, aber ist er ganz und gar nicht. Aber ich finde, er sieht cool aus. Ach so, das war die Stage.
Hier kommen übrigens Tiger. Ja, genau. Ja, die sind teilweise auch sehr nervig. Bams. Mit anderen Worten, sofort töten, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Bams. Sehr gut. Hier erwischt er mich nicht? Nein, gut. Und hier ein Über-Mithul. So. Hier diese Stelle wird jetzt irgendwie ein bisschen assi. Hier, passt auf. Hier kommen ständig solche Teile angerollt. Und ich werde euch gleich sagen, was ich meine. Ich muss aufpassen. Ja, hier scrollt es nicht mehr weiter. Mit anderen Worten, wenn ihr hier unpassend weiterlaufen wollt, dann seid ihr Geschichte. Deswegen abpassen und dann passt das auch. Aber ja, als Kind bin ich da ein paar Mal dran verreckt. Erinnere ich mich noch dran. Und da ist ein Energietank. Ja. Unsichtbare Öffnung in der Wand. Sehr schön. Hier oben ist... Ja, genau. Der ist auch scheiße. Wenn man ihn nicht schnell genug los wird. Da kommt noch irgendwo einer. Ja. Irgendwo. Ja, da. Au. Gebt den weg da. Verdammt. Ja, ich hätte auch einfach an die Leiter springen können. Und, oh, Eddie, gib uns was Schönes. Energietank. Danke. Ja, das Vieh kann uns alles Mögliche geben. Von ein bisschen Energie über ein Leben. Oh. Verdammt. Verdammt. Ja, wenn ihr den Screen verlasst, erscheinen die Gegner wieder. Der Typ hier beschießt euch immer mit zwei Raketen, die euch verfolgen. Bis er tot ist. Und man kann ihn bloß im Gesicht verwunden. Verdammt, ja, das Springen hier mit diesem Gamepad ist kacke. Ist nun mal so. Moment. Da sind meine Leben. Ich brauche Leben. Unbedingt. Au. Ja, das wird noch ein Spaß. So zu springen. Und nein, das war wieder verdammt knapp. Und mein Busch. Ey, nee, oder? Jetzt habe ich den Buchstaben verpasst. Verdammt. Ja, heißt... Oh, zwei Leben. Gut, dann mache ich das. Dann lasse ich mich töten. Tötet mich. So. Nee, der Buchstabe muss sein. Ich habe keinen Bock, das ganze Level anschließend nochmal zu machen. Echt nicht. Ich muss jetzt einfach aufpassen, mit dem Leben, dass ich da nicht auf ein Game Over komme, weil da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, geht doch. Das Leben ist natürlich nicht mehr da unten rechts. Naja, wäre zu schön gewesen. Oh, Leben! Danke, Spiel! Danke, Spiel! Da! Hallo! Und du kannst uns gar nichts. So, Energie? Oh, diese Stelle ist scheiße. Wobei, gut, ja, wenn ich getroffen werde, kann ich mir erlauben, die Spikes zu berühren. Wie ging das nochmal mit, ja. Mit, ja. Hier kommt noch was raus, ja. Wusste ich zum Glück noch. Hier auch, ja. Gib mir doch Energie oder ein Leben und... Oh ne, Sprungpassagen. Verdammt. Springen. Mega Man, sei bitte gut. Sei bitte gut. Hier am Schluss kommt keine mehr, nein. So, dann würde ich sagen, hallo Napalm Man. Bams. 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 Ja, der macht eigentlich nicht sonderlich viel. Und wenn man dem seine Bewegungen raus hat, dann kann man den besiegen, ohne einmal getroffen zu werden. Was ich bisher ziemlich gut mache, aber ich kenne mich. Und zack, ja, perfekt. So geht der.
Hintergrund, dass sie Panzer und alles Mögliche, oh, also alles Mögliche, nur Panzer da. Aber egal. Was kriege ich von dem für eine Waffe? Ja, die Napalmbombe. Aber auch die ist, ja, für ein, zwei Sterne Spiel ist sie cool, aber ansonsten werde ich die wohl kaum wirklich gebrauchen. Übrigens genau wie der Gravity Hood oder wie das Ding hieß. Weiß ich nicht mehr. Brauche ich wohl auch nicht viel, aber wir spielen jetzt Wave Man. Ich glaube, die Stage war auch okay. Glaube ich zumindest. Plus minus, ja. Hier kommt Wasserdampf heraus, der uns verletzen würde, obwohl wir in einer Über-Titan-Rüstung umherlaufen, was weiß ich. Verletzt uns Wasserdampf. Und hier ein kleines Rätsel. Ich glaube, oben. Na, kriege ich was? Jawohl, ein Leben. Sehr schön. Hier, das Ding können wir nicht zerstören. Bam, bam, schade. Hier, ich kann sogar meinen Arm ins in den Wasserdampf halten. Es passiert uns gar nichts. Autsch. Aber wenn hier so ein kleines Ding entlang rollt, oh, wenn ich das berühre, dann sterbe ich beinahe und so. Das war eine Scheißstelle, glaube ich. Ich glaube, ich muss nach links. Ja, und die kleinen Blasen gehen kaputt, wenn ich da zu lange drauf bin. Jetzt muss ich dann gleich wieder nach rechts, glaube ich. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, und wie ich das muss. Sehr gut gemacht. Wow. Ich bin ein bisschen beeindruckt von mir. Ja, von mir selber. Ja, das passiert. Und jetzt kommt auch eine coole Stelle eigentlich für ein Mega Man Spiel. Hier, zack, und auf dem Wasser kämpfen wir weiter. Und ich muss auch weiterhin aufpassen, denn auch hinter mir kommen Gegner, glaube ich, noch. Ja, genau. Und in diesem Level ist der Buchstabe in diesem Wasserpaar zu finden. Das ist teilweise auch ziemlich dumm, den einzusammeln, weil da gleich mehrere Gegner auf einmal auftauchen. Ja, das Timing muss extrem stimmen. Das war knapp. So, und gleich kommt noch ein cooles Vieh. Komm. Ja, jetzt kommt es. Ihr seht es euch an hier. Wow. Ja. Das, ja, ich wollte schon sagen, das killt mich irgendwie ziemlich gut. Weiter geht's. Ah, ich muss selbst fahren. So. Ja, Leben, geil. Energie wäre jetzt irgendwie noch ein bisschen geiler als Leben. Na ja. Oh, oh, oh. Hauptsache den Buchstaben kriege ich noch. Naja, gut. Verdammt. Ja, da hat mich dieses Riesenvieh ein paar Mal zu oft getroffen. Aber macht nichts. Ja, wir haben Leben. Nicht genug, aber wir haben Leben. Und los geht's. Losgefahren. Bam, bam, bam. Ja, das hat mich ein bisschen dumm angestellt. Aber was soll's. Das Spiel hat uns doch eine Menge Leben geschenkt. Das ist... Ah, Ja, das war nett vom Spiel. Aber ich nehme trotzdem gerne noch mehr Spiel, also... Wenn du glaubst, so nett zu mir sein zu wollen, dann bitte tu das weiterhin. Dann werden wir gute Freunde. So, jetzt klug spielen. Erst im letzten Moment springen. Im letzten Moment aber nicht zu spät. Das ist das Geheimnis. So. Was sagt die Zeit? Ja, nicht mehr viel, verdammt. Ah, komm, diesen Wasserpart werde ich jetzt gern noch hinkriegen. Verdammt. Ja, ich schieße jetzt schon ein bisschen in die Höhe, weil, wie gesagt, der Teil mit dem Buchstabe wird mich jetzt ein bisschen ankotzen, wenn ich den Teil was sauen würde. Da ist er. Ja, und ich habe ihn. Sehr schön. Das heißt, der Wasserpart ist auch gleich zu Ende. Oh, leck mich doch. Aber ich bin mit der Energie ziemlich gut dran, das passt.
Das passt. Den hier noch vernichten. Bams. Und S-Energie. Könnte fast nicht perfekter sein. So, aber Leute, das war der erste Teil von Mega Man 5 und im nächsten Part besiegen wir Waveman. Bis dann und tschüss.